Hi, ich bin Janine von den Bergfreunden und ich zeige euch heute, wie man Merino-Wolle richtig wäscht und pflegt. Einmal vorweg, Merino-Wolle ist ein nachhaltiges Naturprodukt. Sprich, Merino-Wolle wächst nach und es sind zur Herstellung keine fossilen Rohstoffe nötig. Außerdem ist Merino-Wolle pflegeleichter als herkömmliche Wolle oder Daune. Allgemein gilt, dass man Merino-Wolle wegen der antibakteriellen Wirkung seltener waschen muss und Auslüften häufig reicht. Wichtig ist aber, wenn ihr euer Kleidungsstück doch mal wascht, dass ihr auf das Pflegeetikett in eurem Kleidungsstück achtet. Die folgende Pflegeanleitung gilt für alle Merino-Produkte, unabhängig davon, welche Art oder welcher Materialmix es ist. Für die Vorbereitung ist es wichtig, dass ihr helle und dunkle Farben voneinander trennt. Dann ist es wichtig, dass ihr Reißverschlüsse und Klettverschlüsse schließt, damit keine Fäden gezogen werden. Und zu guter Letzt solltet ihr das Teil noch auf links drehen, damit der Print auf der Innenseite liegt. Jetzt geht's um die Wahl des richtigen Waschmittels. Am besten eignet sich ein enzymfreies Wollwaschmittel. Denn Enzyme können zu Wollfraß führen, das sind kleine Löcher in deiner Kleidung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr auch ein pH-neutrales Fein- oder Funktionswaschmittel verwenden. Weiter geht's mit der Wahl des richtigen Waschgangs. Verwendet hierfür einen Schon- oder Normalwaschgang. Haltet die Schleuderzahl dabei möglichst gering. Stellt die Temperatur auf 30 oder 40 Grad ein. Bei höheren Temperaturen droht Einlaufen oder Verfilzen. Schaut hier aber unbedingt nochmal auf die Angabe auf eurem Pflegeetikett. Nach dem Waschgang geht's ans Trocknen. Dazu bitte keinen Trockner verwenden, sondern Merino-Wolle sollte liegend auf dem Wäscheständer oder hängend an der Leine getrocknet werden. Wir Bergfreunde empfehlen euch aber, jedes Teil liegend zu trocknen. Dadurch, dass Wolle so viel Wasser aufnehmen kann, wird sie schwer und durch das Gewicht kann sich die Kleidung dann verziehen oder verformen. Nach der Trocknung dreht ihr das Kleidungsstück wieder auf rechts. Natürlich kann es vorkommen, dass sich kleine Knötchen auf der Kleidung bilden. Das nennt man dann Pilling. Eine Ursache vom Pilling ist Reibung, die zum Beispiel entsteht, wenn du einen Rucksack trägst oder einfach durch die Bewegung. Oder auch, wenn ihr ein ungeeignetes Waschmittel verwendet. Um weiteren Verschleiß vorzubeugen, solltet ihr das Pilling behandeln. Dazu verwendet ihr am besten so einen Fusselrasierer. Was ihr nicht machen solltet, ist mit der Hand daran zu zupfen oder sie mit einer Schere abzuschneiden, weil dadurch neue Fasern herausgezogen werden, die sich wiederum verknoten können. So, das war's jetzt auch von mir. Falls ihr noch weitere Fragen zum Thema Merino-Pflege haben solltet, schreibt uns einfach eine Mail oder ruft unsere Gearheads an. Die können euch auch bei der Wahl der richtigen Pflegeprodukte helfen. Schaut außerdem gerne auf unserem Blog vorbei, denn da findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zur Pflege eurer Outdoor-Produkte. Macht's gut, wir sehen uns draußen.